Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dawn of Class, dem Solo-Play von Justus' Charakter Dark Hood oder Lars Anderson. Ja, in Folge Nummer 1 hat er festgestellt, dass sein Kumpel Paul ein bisschen Probleme hat, denn seine Eltern haben mit irgendeiner Gang einen Kredit abgeschlossen und sind bei der Rückzahlung dessen ins Stocken gekommen und jetzt soll sein guter Kumpel Paul an der Uni Drogen verkaufen. Ja, wie das weitergeht, seht ihr jetzt. Viel Spaß damit. Du hattest geschaut, ob du was rausfindest über die Blue Barons. Und ja, das findest du. Ist eine Gang, die ungefähr um die 90 Mitglieder hat. Zeichnet sich aus durch Ehrgeiz und Brutalität. Aktueller Chef ist Robin Cabrera, eine weibliche Nano, sagt man. Ist der Kopf der Organisation. In der Gang steigt auf, wer sich durch Effizienz und Erwirtschaften von Credits irgendwie einen Namen macht. Und die ist wohl in so kleinen Zellen organisiert. Also Robin Cabrera ist die Chefin, aber darunter gibt es so wie kleine Einheiten, die für sich autonom meistens sogar agieren. Und klar, irgendwie zu den Blue Barons gehören. Mit dem Namen natürlich dann auch irgendwo Eindruck schinden können und einen Teil von dem, was sie erwirtschaften, abgeben. Genau, so viel zur Organisation der Gang und das ist das, was du rausfindest. Sind in Neon City angesiedelt und ja, fangen da gerade an, sich einen Namen zu machen. Naja, immerhin 90 Mitglieder schon, oder? Also schätzt man, das ist das, was du so rausfindest über die Gang. Wie viel, vielleicht gehören auch noch mehr dazu, aber so um die 90 Mitglieder, ja. Dann überlege ich jetzt, wie viel Uhr ist es ungefähr? 20 Uhr. Okay. Ich versuche natürlich jetzt erstmal, ich überlege, ob ich versuche, ein Kryptokonto etwas leichter zu machen, um so ein bisschen Geld zu bekommen, um Paul auszuhelfen. Oder ob ich mich auf die Suche nach den Blue Barons begebe. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass wenn da jetzt jemand auftaucht und Stress macht, dass es dann halt nur noch schlimmer wird für die Eltern und für Paul. Aber vermutlich kann man sich halt auch nicht so einfach freikaufen aus dem ganzen Business bei denen. Ja. Aber ich will erst mal gucken, ob ich auf die Schnelle irgendwas hacken könnte, um ein paar Credits zu bekommen. Kannst du probieren. Hacken ist ja so ein laufender Prozess. Das heißt, wenn du auf Hacken würfelst, dann rufst du all deine Vorbereitungen ab. Das heißt, du kannst auf Hacken würfeln, wenn du sagst, du möchtest jetzt die Option haben, irgendwo ein paar Credits zu besorgen und dann schauen wir mal, wie das läuft. Kannst natürlich sagen, das, was du die letzten Tage gemacht hast an Vorbereitungen oder Wochen, das nutzt du jetzt, um für Paul ein bisschen Kohle zu erwirtschaften. Das kannst du probieren, ja. Ja, also ich habe es in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich schon immer so meine verschiedenen Konten hatte, wo ich mich immer ein bisschen bedient habe. Immer wirklich so im kleineren zweistelligen Prozentbereich, damit die Besitzer dachten, okay, das sind irgendwelche Kursschwankungen. Gerade wenn die ziemlich viel Kryptogeld haben oder Krypto-Credits, dass das da nicht so auffällt, wenn da ein bisschen was fehlt. Und bei einem dieser Konten würde ich auch jetzt wieder versuchen, ein bisschen was abzuzweigen. Kannst du machen. Es ist immer ein gefährliches Spiel, weil du weißt, diese ganzen Kursschwankungen etc., das wird auch von irgendwelchen AIs überwacht. Ne? Das kann halt sein, dass du irgendwann mal auffliegst im schlimmsten Fall oder halt gewisse Konten nicht mehr funktionieren. Ja. Von daher ist das Risiko nicht unbedingt klein. Aber du kannst gerne auf Hacken würfeln und schauen, ob du irgendwo ein bisschen Kohle dir abzwacken kannst. Ich probiere es. Und du probierst das auch weiter im kleinstelligen Bereich oder willst du ein bisschen mehr rausholen?
Nee, ich würde schon weiterhin im kleinstelligen Bereich machen. Das Ding ist halt, es sind halt schon größere Konten, sodass halt so kleinstellige Beträge auch mal ein paar hundert sein können. Ich habe gewürfelt 42, aber auch ein Grünglas verloren. 42. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja gut, dann hast du um die 1000 Credits über Umwege auf dein Konto transferiert. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein kleiner Start. Das ist nicht schlecht, ja. Also normalerweise sind die Beträge immer ein bisschen kleiner, aber scheinbar hattest du heute Glück. Das ist gut, ja. Damit kann ich Paul auf jeden Fall wenigstens ein wenig aushelfen. Okay, dann würde ich das beenden. Und weil ich noch relativ fit bin und es mir auch schon später wird, würde ich meine Sachen packen, also meine Nanitenrüstung anziehen und vor die Tür gehen mit meinem Bogen. Wie läuft denn das? Läufst du da direkt aus deiner Wohnung raus als Dark Hood oder läufst du erstmal eine Weile normal rum, bis du dann die Maske und deine Kapuze überziehst? Ich laufe schon normal, also ich verlasse meine Wohnung mit einer Sporttasche sozusagen und ziehe mich dann in irgendeiner dunklen Gasse um, lasse dann auch die Sporttasche da und ja, ziehe mich da dann auch später, wenn ich dann wieder heimkomme, auch wieder in dieser Gasse um, damit man quasi mich nicht direkt zu meiner Haustür zurückverfolgen kann. Okay, und dann machst du dich auf einen nächtlichen Streifzug durch Neon City mit einem bestimmten Ziel. Ich würde gucken, ob ich die beiden Gänger wiederfinde. Ich meine, klar, das ist die Nadel im Heuhaufen. Aber ich schau mal, vielleicht kriege ich es über das AV raus. Würde mal gucken, ob ich irgendwie mit dem Kennzeichen weiterkomme oder wenn ich die Leute beschreibe, in einschlägigen Szene, Kneipen, wie auch immer. Würfel mal auf Ob ich. Erinnern, also 2W10 unter Intelligenz, ob du dich an das Kennzeichen erinnerst. Also es gibt tatsächlich noch Plates, aber das meiste ist natürlich elektronisch. Aber vielleicht hast du ja über deine Comm zufällig das Ding mitgesnifft, als du daneben standst. Könnte ja sein. Ich habe 14 und habe 15 auf Intelligenz. Also gerade so drunter. Ja. Okay. Ja, damit. Ja, du hast so eine Idee. Du müsstest wahrscheinlich noch mal ein bisschen was in Hacken investieren, um der Spur jetzt nachzugehen. Und du kannst natürlich auch noch ein W100 würfeln. Wenn du eine 1 würfelst oder eine 2, dann stolpern die zwei Typen dir über den Weg. Man kann es natürlich probieren, ne? Ein Glück herausfordern. Zählt der 73 auch? 73 ist ein guter Versuch, ja. Ja. Aber ja, Nee. bleibt dann dabei. Okay, ja, dann würfel nochmal auf Hacken, ob du was über dieses, über die ID von dem Fahrzeug rausfindest. Die 10 kann ich nochmal würfeln, ne? Ja. Und du kannst doch immer sagen, du willst ein Glas einsetzen, um einen dritten W10 zu bekommen. Nee, brauche ich glaube ich nicht. 48. Okay, ja, also damit hast du das Fahrzeug und hast sogar auch dich in einer der Datenbanken reingehackt. Das Ding ist nicht besonders geschützt und dieser AV steht in der Nähe einer Kneipe, Broken Drum in Neon City. Okay, ja, dann würde ich da doch mal also die Tür verlassen, mit meiner Sporttasche mich in der Gasse umziehen und mich auf den Weg in diese Kneipe machen. Ist sie weit weg? Komme ich da zu Fuß hin?
Ja, zu Fuß bist du 1,5 Stunden unterwegs. Ah, das ist schon sehr weit. Das Problem ist, ich habe natürlich kein Fahrzeug. Du kannst natürlich auch mit den Öffentlichen irgendwo dahin fahren und dich dann erst umziehen, ne? Das kannst du natürlich auch machen. Ja, vielleicht mache ich so. Das Superheldenleben ist nicht einfach, ich sag's dir. Gerade wenn man nicht reich ist. Wenn man nicht Bruce Wayne heißt, ist es schwierig. Ist schwierig, ja. Da hat man auch nicht so viel Gadgets und so einen Scheiß, ne? Nee, nee. Na Okay, gut. du machst es so, du fährst mit den Öffis dahin. Ja, ich steige an der Station früher aus und ziehe mich da an der Kasse um. Ja, es ist jetzt abends, das Partyvolk ist unterwegs und auch ein paar Leute, die versuchen, andere abzuziehen. Du kennst das schon, bist entsprechend vorsichtig. Ja, kommst dann ein paar Stationen später da an, wo du hin möchtest, ohne Zwischenfälle und ziehst dich da in irgendeiner Seitengasse um und versteckst deine Tasche da hinter irgendeinem Container oder sowas. Okay, Genau. gut. Ja. Alles klar. Und dann läufst du Richtung Broken Drum. Versuchst du, bleibst du da irgendwie in den Schatten oder läufst du einfach die Straße runter? Wie macht es ein Darkhold? Also ich würde schon eher im Dunkeln laufen. Jetzt nicht jede Straßenlaterne mitnehmen, sondern schon etwas unauffälliger unterwegs sein. Ja, So also gut es halt geht in Neon Neon City, City. genau, ist ja Ja. zum Teil grell erleuchtet, aber es gibt natürlich auch dunkle Seitengassen, die zum Teil auch sehr dunkel sind. Und du kommst dann in das Nähe von der Broken Drum. Außen hängt eine große Trommel, die kaputt ist, wer hätte es gedacht. Die Kneipe sieht nicht so gut aus, also ist eher ein bisschen schäbig. Das Viertel, in dem du bist, ist auch nicht gerade das beste Viertel. Und dass die Kneipe ist unten in so einem mehrstöckigen Gebäude. Unten kann man reingehen, hat einen Parkplatz, der ein bisschen größer ist. Also in Neon City kommt man zum Teil mit Bodenfahrzeugen sehr schlecht durch, mit Motorrädern geht es ganz gut und mit allem, was fliegen kann, funktioniert es auch. Und der AV, der steht daneben, geparkt in so einer Seitenstraße. Okay. Ich würde mal zu dem AV gehen und mal durchs Fenster gucken, ob ich irgendwas, ob da irgendwas im Auto innen drin liegt. Du schaust vorne durch die Scheiben. Hinten ist so ein Kastenwagen, der ist komplett zu. Und siehst zumindest keine Scheiben, aber du weißt auch nicht, manchmal ist es so Material, wo du auch von innen rausgucken kannst, aber du kannst nicht reinschauen. Also da kannst du nicht reinschauen. Und vorne die Fahrerkabine, sage ich jetzt mal, das, was du da siehst, wo du auch ein bisschen nach hinten gucken kannst. Ja, da liegen ein paar Kaffeebecher rum, irgendein Zigarettenpäckchen und du darfst einmal auf Sehvermögen würfeln, ob dir noch was auffällt. Nee, mir fällt nichts auf. Okay. Gut. Was machst du dann? Ich würde dem. Ich will gern hinten die Tür öffnen, also das Schloss knacken und mich hinten im Wagen verstecken. Ah, okay. Gut. Dann würfel mal auf Schlösser öffnen. Ist kein elektronisches Schloss, sondern ein mechanisches hinten. Du kannst aber auch sagen, du nimmst das Elektronische vorne, je nachdem, wie du magst. Der Van hat beides. Es ist so ein zusammengeschustertes Ding, das man halt verbaut, was Nee. man gerade hatte. Ich nehme das hinten. Ich habe 35. Ja, du brauchst ein bisschen, kleinen Moment, dann hast du das Schloss hinten offen und kannst hinten einsteigen. Okay. Dann ziehe ich die Tür langsam wieder zu und mach's mir da hinten im Dunkeln gemütlich. Okay, Versteck mich so hinterm Fahrersitz. genau, also hast Fahrersitz, Beifahrersitz, dann ist ein Durchgang nach hinten, also du kannst so auch so nach hinten schlüpfen von vorne, dann die Seitentür und hinten auch noch eine Doppeltür. Genau, du bist jetzt hinten eingestiegen, hinten gibt es auch nochmal einen Sitz und auf der linken Seite, es sieht aus wie so ein ja, Regal mit Türen, die zu sind, wo man irgendwelche Sachen reinlegen kann. Dort siehst du Panzerwesten, die dort drin rumliegen. Du findest auch Munition, keine Waffen. Es ist aber auch noch ein Schrank, der ist verschlossen und mit einem elektronischen Schloss gesichert. Sieht aus wie so ein Panzerschrank, den haben sie auch noch reingebaut. Und dann gibt es noch hinten auf der rechten Seite so eine Art
Käfig. Okay. Da könnte man ein Tier oder auch eine Person, kein Dell, aber alles, was kleiner ist als ein Dell, reinquetschen. Okay, also doch schon ziemlich viel in diesem Fahrzeug. Dann würde ich diesen Waffenschrank mal untersuchen, ob ich da irgendwelche Alarmierungsvorrichtungen sehe, wenn ich versuche, den zu öffnen. Dann würfel einmal auf Sicherheitselektronik einfach nur oder auf Elektronik, einfach nur um zu checken, ob der irgendwas hat. Und dann sage ich dir, was du findest, und danach kannst du versuchen, ihn aufzumachen. Okay, ich habe auf Elektronik gewürfelt und habe eine 27. 27, du findest keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen an dem Schrank. Okay, dann würde ich ihn versuchen zu öffnen. Dann würfel. Es ist das elektronische Schloss, hast du gesagt, ne? Was ist ein Okay, also elektronisches Schloss? wieder. Elektronik, ja. Hm, 23. Bekommst du nicht auf. Kann ich mit meinem Schlagstock irgendwie. Achso, das ist ein elektronisches Schloss. Also, was du hockst eine Weile in dem Wagen drin, du kannst es später nochmal probieren und dir über ein Glas einen W10 noch dazu kaufen, dann hast du noch einen W10 mehr zum Würfeln. Was sagst du, möchtest darüber probieren, wenn das Ding irgendwie in irgendeinen Grid eingeloggt ist, könntest du es auch hacken, das ist aber nicht der Fall. Also, das hast du mit deiner ersten Probe rausgefunden, das ist rein, ja, elektronisches Schloss eben. Ja. Ja. Nee, dann würde ich es erstmal lassen und würde auf die beiden Gänger warten. Oder den einen, je nachdem, wie viel da unterwegs sind. Okay, du wartest in dem Wagen, hockst da hinten drin. Es, ja, sagen wir mal, du warst so um 11 Uhr dort, es wird dann irgendwann 1, halb 2, 2. Und um halb 3 hast du so lang Sitzfleisch. Würfel doch mal bitte auf mentale Widerstandsfähigkeit. Plus 2 W10. ach so, warte mal. Mentale Widerstandsfähigkeit ist ein Ja. abgeleiteter Wert, das ist Willenskraft plus Intelligenz plus 2 W10. Ja, habe ich geschafft. Ich habe eine 11 gewürfelt und habe 25. Also das addierst du aufeinander? Achso, ja, dann habe ich 36 oder was? 36, ja, genau, ja, klar. Ja. Okay, 36. Ja, du pennst nicht ein. Du schaffst da hinten einigermaßen ruhig zu sitzen. Ab und zu schläft vielleicht mal die Pobacke ein oder das eine Bein. Ja, dafür schlafe ich dann morgen in der Uni wieder ein. Ja, wahrscheinlich. Und um halb 3 hörst du dann Stimmen an dem Van. Du hast immer wieder Stimmen gehört, aber die zwei, die stellen sich dann, also die siehst du, kommen da an. Und der eine zum anderen. So, jetzt haben wir es wieder geschafft, oder? Und der andere meint, ja, komm her, du hast ein bisschen viel geladen. Lass mich mal fahren. Ich kann doch fahren. Nee, du fährst nicht. Du hörst den halt, wie dann die Beifahrertür aufgeht. Und einer dieser beiden Kerle, die du schon gesehen hast, reingeschoben wird. Die war, den Fahrer siehst du nicht. Also es sind tatsächlich die zwei, die du auch an der Nähe des Campus getroffen hast. Der eine schiebt den rein, der hockt sich halt hin und sieht ziemlich breit aus. Und der andere hockt sich dann rüber auf die Fahrerseite. Meiner, also mit dir kann ich heute Abend nichts mehr anfangen. Oh, ich bin fit. Let's go. Ziehen wir noch ein paar Leute ab. Süngs freut sich. Mein, heute haben wir einen Lauf. Der andere meint dann, ja, lass mal gut sein, wir haben jetzt schon gefeiert und wir schauen jetzt, dass wir. Also ich bringe dich jetzt mal nach Hause. Das geht also nicht. Du musst dich mal ausschlafen. Die kann ich heute nichts mehr anfangen. Wie Hey, Mann. war denn jetzt am Ende noch der Parkplatz befüllt? Also war da stehen noch ein paar Autos oder ist es relativ leer jetzt? Ja, Neon City ist eigentlich immer viel los zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ich meine, da unten ist ja quasi immer Nacht. Deswegen hauen sich die Leute ja auch diese Vitamin D-Getränke rein, die so in den Rachen runterleuchten. Glowing Sun, Sonnenschein, Sunshine. Es gibt verschiedene Namen dafür. Manche sagen einfach nur, gib mir eine Sonne. Und dementsprechend
ist da immer so was zwischen Tag, Nacht, ne? Also du siehst ja nicht richtig, wann es hell oder dunkel wird. Dementsprechend arbeiten die Leute da auch ständig oder trinken was oder was weiß ich, wenn sie denn keine geregelten Jobs haben, wo sie morgens aufstehen müssen. Und das ist in dieser Seitenstraße, ja, es ist immer noch ein bisschen was los. Du darfst mal bitte auf Heimlichkeit würfeln, ob dich einer dieser Typen sieht. Also Heimlichkeit plus 2W10 plus den Glaswürfel, wie immer. Ich habe auf Heimlichkeit. Plus Geschick halt, ne, ist klar. Ja. 36. 36. Okay, passt. Ja. Ja, der eine, der sieht dich nicht und der andere, der ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt, dem bist du erstmal auch nicht aufgefallen. Der, wer ist mit anderen Dingen beschäftigt? Der besoffen, ne? Der sowieso nicht, sondern der andere kümmert sich gerade um den Besoffenen und ja, startet jetzt gerade das Fahrzeug, da hatte ich jetzt auch noch nicht bemerkt. Okay. Ich würde den Fahrer mit dem Schockstock versuchen, bewusstlos zu schocken. Also den so von hinten gegen den Hals drücken. Okay, gut, also Schock an den Fahrer. Dann würfel mal auf Nahkampfwaffen, ob dir das gelingt. Okay. Vierunddreißig. 34, also ich habe zwei Einser gewürfelt. Oh, das ist gut. Ja, die Chance, dass er da irgendwie was hätte machen können, war eh schon gering. Damit hast du ihn sogar komplett ausgenockt. Was macht das Ding für einen Schaden? Drei, glaube ich, ne? Drei Schockschaden oder so. Drei Schaden, genau, ja. Okay, auf den Hals, alles klar. Ja, also der wird geschockt, wird ausgenockt und du hast den Besoffenen von der Seite, hey, was ist denn hier los? Und der greift zu seiner Waffe. Und ich würde dann direkt so den Schockstock gegen seinen Schläfer hauen. Also Gut. mit der Rückseite quasi. Okay. Also Nochmal auf Nahkampf, ne? nicht mit dem Schocker, sondern so. Genau, ja. Also was ist denn los hier, ey? Wieder zwei Einser gewürfelt. Oh, das ist sehr gut, weil ich habe eine 9 und eine 8. 37. Nee, die Würfel sind okay. Das war nur Pech. Ja, gut, was soll ich machen? Du haust dem Typ den Schockstock mit dem Rücken gegen die Schläfe, erwischt ihn super gut, weil sein Kopf noch ziemlich dämlich dreht und. Ja, auch der sackt so benommen zusammen. Hand noch Okay. an seiner Energiepistole. Top. Dann würde ich gucken, dass ich die versuche zu. Also ich würde die durchsuchen nach dem Schlüssel für den Käfig. Und ja, dann versuchen die in den Käfig zu zerren. Also einen Also kannst du nach. reinstopfen. Achso, so groß ist er dann doch wieder nicht, dass ich beide reinkriege. Ein Dell kriegst du nicht rein, also eine Person kriegst du rein, die muss ich dann auch da so reinhocken. Ja, kannst du reinstopfen, zumachen. Du hast aber auch noch ein paar Kabelbinder da hinten gesehen und sowas. Also. Okay, dann würde ich den Besoffenen da reinstecken, natürlich die Waffe abnehmen und nochmal mit Kabelbindern fixieren. Und den anderen nur mit Kabelbindern fixieren, aber auch mit hinten reinziehen. Okay, also du ziehst sie beide nach hinten, durchsuchst sie und fixierst sie mit Kabelbindern. Dann würfel einmal auf Tastsinn, bitte. Also Ja. unter Würfeln. Ja, habe ich geschafft mit einer 1. Das ist eine Eins gewürfelt, also ein kritischer Erfolg. Okay, die beiden haben jeweils eine Energie. Pistole dabei und auch fünf Grünglas, wahrscheinlich um die Waffe damit zu befüllen oder sich selber damit zu befüllen. Und du findest bei dem einen noch einen kleinen Chip in so einem Mini-Fach in der Hosentasche. Okay.
Stecke ich natürlich ein, das Grünglas und den Chip. Und ich würde versuchen, die Waffen irgendwie unschädlich zu machen. Weiß nicht, ob man da einfach schnell irgendeinen Draht kappen kann, irgendeine Sicherung lösen oder sowas. Hast du Waffentechnik? Ansonsten kannst du die einfach entladen, indem du das Glas rausnimmst. Okay, dann würde ich es einfach nur entladen. Ja. Okay, dann hast du jetzt 12 Grünglas von den Typen quasi gelootet. Okay. Wie geht's weiter? Wie mache ich das mit dem Krügler? Schreibe ich mir die wieder auf meinen Tiegel drauf? Naja, dein Oder? Tiegel, genau, dein Tiegel ist das, was du im Körper hast. Genau. Was du bedenkenlos aufnehmen kannst, ist zweimal dein Glas wert. Ja, genau, ja. Alles, was du mehr reinpackst, kannst du machen. Da hast du dann aber nicht die Tendenz dazu, dass du dich zu einem Glasfresser entwickelst. Ah ja. Das heißt, irgendwie, du wirst halt abhängig von dem Zeug und verbrennst irgendwann mehr Glas, als du eigentlich möchtest, weil du diesen berauschenden Zustand magst. Also du kannst das aufnehmen, dein doppelter Glaswert ist kein Problem. Du kannst auch mehr aufnehmen, wenn du möchtest. Ist dann halt mit einem gewissen Risiko verbunden. Ansonsten kannst du das auch irgendwo hinpacken. Für Energiewaffen braucht man das. Genau. Okay, ne, dann würde ich erstmal mein Nanitenfach stecken für später. Hast du gesagt, 12 waren es, ne? 12, ja. Okay. Ja, ich würde versuchen, den. Mit welchen von beiden habe ich vorhin geredet an der Uni? Also mit dem Besoffenen oder mit dem anderen? Mit dem anderen. Dem Das nicht natürlich. besoffenen. Ja, okay. Ja, ich würde den versuchen aufzuwecken, den nicht besoffenen, also der vor mir liegt, um mit ihm zu reden. Gut, du rüttelst ein bisschen an dem. Der ist sauber ausgenockt. Es dauert eine Weile, er kommt dann irgendwann zu sich. Guten Morgen. Rüttel dann erstmal an dem Kabelbinder und meine, was bist du für ein Freak? Ich würde meinen Stimmemulator anmachen, damit er auf jeden Fall nicht meine Stimme von heute Nachmittag erkennt. Also weiß zwar eh nicht, ob er es jetzt in seinem Delirium schaffen würde, aber sicher ist sicher. Du hast den nicht besoffenen geweckt, ne? Genau, ja. Ja, Ja. okay. Weil den Besoffenen, der liegt weiter im Käfig. Und mit dem Nüchternen, der ist ja gefesselt vor mir, mit dem rede ich. Also, ja, guten Morgen. Er guckt dich erstmal fragend an, versucht da, ob er von den Kabelbindern irgendwie sich lösen kann, aber du hast ihn ordentlich verschnürt, rüttelt ein bisschen an seinen Fesseln, kommt da nicht weg und schaut dich dann erstmal an. Scheinbar kennt er solche Situationen vermutlich eher aus der anderen Perspektive, vielleicht kennt er aber auch diese Situation schon. Hast du keine Manieren gelernt und sagst nicht Hallo oder was? Hallo, was willst denn? Du bist doch einer von den Blue Barons, oder? Ja. Zu welcher Gruppe gehörst du? Naja, hier zu Synx. Okay. Wer führt euch an? Ja, Synx eben. Ah. Großer Marienkäfer, Mutant. Okay. Habt ihr euch einen gefährlichen Anführer ausgesucht? Marienkäfer. Kannst Wo den ja findest mal du Jungs? probieren, um zu schocken. Da, in der Kneipe, Broken Crumb, der hockt noch drin. Das ist ja ideal. Mit was verdient ihr euer Geld? Dies, das. Ich habe gehört, ihr verkauft so rote Tabletten. Verkaufen wir auch. Red Blob. Willst du als Dealer einsteigen oder bist du von der Konkurrenz oder was ist das Problem jetzt? Ich bin von der Konkurrenz, ja. Wo produziert ihr eure Ware? Ja, okay. Würfel mal bitte, als du sagst, du bist von der Konkurrenz. Würfel mal bitte auf Einschüchtern. Okay.
Charisma und einschüchtern. Wo ist mein Charisma? Da oben. 39. 39. Okay, also der Typ, vorher war er noch relativ entspannt, jetzt wurde er ein bisschen bleich und meint dann, ey, wenn es darum geht, dann klär das mit Zügs. Wir haben das Zeug nur vertickt, ist ein neues Aufgabenfeld. Wir dachten, es wäre alles geklärt. Wo ist euer Labor, habe ich dich gefragt. Wo stellt ihr das Zeug her? Keine Ahnung, Mann. Ich bin da nicht tief drin. Das weiß alles Syncs. Und Sims gibt dir die Ware. Ja, der hat da irgendwas aufgetan. Der besorgt das Zeug. Ich weiß nicht, ob wir ein extra Labor haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir verkaufen das auch nur weiter. Wie gesagt, ich dachte, es wäre alles geklärt. Das war mein Stand. Ich wusste jetzt nicht, dass wir irgendeinen Konkurrenten hier Ja, haben. denken ist nicht deine Stärke, oder? Wie viel von euch sind noch in der Kneipe? Weiß ich nicht, wie viele jetzt gegangen sind. Keine Ahnung. Schon noch ein paar. Was heißt ein paar? Kannst du mal auf Lügen erkennen würfeln? Ja, hatte ich vorher. Ja, so 5 bis 8. Ich habe 33. Ja, nee. Glaubst du ihm nicht? Du meinst, der übertreibt. Was glaubst du, wie viel sind's, wenn ich von dem hier nochmal Gebrauch mache? Und ich würde einmal so vor ihm, vor seinem Gesicht, einmal meinen Schockstab schocken lassen. Ja, vielleicht sind es auch nur noch 4. Du dir ganz sicher? Ich glaube schon. Ich würde nochmal auf Lügen erkennen würfeln. Oder klingt das jetzt vertrauenserweckend? Kannst noch mal würfeln, wenn du magst. Ich würfel nochmal. Dreiunddreißig. Ja, das glaubst du eben. Okay. Und wann verlässt Zix hier den Laden? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Der pennt oft, glaube ich, hier. Der kennt den Besitzer. Okay. Wo ist sonst euer Hauptquartier? Wir haben keins. Ehrlich gesagt, treffen wir uns immer hier, machen da alles klar und dann im Hauptquartier kostet nur irgendwie Kohle. Ihr macht alles hier. Wir oben Syncs rum machen alles hier, ja. Okay. Ich würde noch mal auf Lügen erkennen, würfeln. Musst du nicht, wir nehmen einfach deinen Wert von vorher. Okay. Kaufst du ihm ab, der scheint irgendwie zu den Blue Barons dazugehören, aber du bist nicht sicher, ob der so einen richtigen Member-Status hat oder ob das halt nur einer um diesen Zynx rum ist, ja, der wohl ein Blue Baron ist. Ja, irgendwie, der hat halt nicht so viel Ahnung. Es ist halt irgend so ein Schläger, jemand, den man losschickt, um irgendwas zu erledigen und wahrscheinlich nur das sagt, was er wissen muss, so schätzt du den ein. Okay. Ja, ich glaube, der bringt mir nicht mehr viel. Was hat er gesagt? Vier Leute sind noch in der Bar mit dem Sphinx. Ja, fünf Leute ist schon ordentlich. Ich überlege, was könnte ich machen? Okay, ich würde den Typen erstmal wieder schocken, so dass er wieder bewusstlos ist. Okay, schockst ihn wieder weg, dann schläft er wieder. Ja, und dann würde ich
Ja, ich steige aus, sperre den Wagen zu und die Waffen von denen werfe ich irgendwie in den nächsten Müllcontainer, der da hinten bestimmt irgendwo rumsteht. Okay. Und dann kann ich irgendwie um die Kneipe rumgehen? Kann ich da durch die Fenster gucken? Sonst irgendwas? Kann ich sehen, wie viel da drin los ist? Also die ist im Erdgeschoss, aber ist halt so halb hoch. Und die Fenster von außen, die sind verspiegelt. Da kannst du nicht reingucken. Kannst mal schauen, ob du einen Hintereingang findest oder sowas. Weil du hast jetzt Ja. davor keine Mülltonnen rumstehen sehen. Oder ob es irgendeinen Seiteneingang gibt oder ja, irgendwie sowas halt, ne? Okay, dann würde ich ja mal nach einem Lieferanteneingang oder sowas hinten gucken, ob es da was gibt. Okay, du schleichst da als Darkwood rum und suchst einen Lieferanteneingang, den du auch findest. Es gibt so noch einen Seiteneingang, der ist allerdings zu, sieht auch eher aus, wie dass er direkt in die Kneipe reinführt. Gehst einmal um das Gebäude rum, landest im Hinterhof und da findest du auch die üblichen Mülltonnen und auch dann einen Hintereingang zu der Kneipe Broken Drum. Okay. Nochmal eine kurze Frage. Ich hatte mir ja Schlafpfeile, also so Giftpfeile mit so einem Schlafmittel aufgeschrieben. Hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir es besprochen hatten, ist es, also ist es so ein Schlafgas sozusagen oder ist es, ich kann nur einschlafen schicken? Das kannst du dir überlegen. Ist beides möglich. Okay, weil dann könnte ich theoretisch ja mit so einem Pfeil da auf den Boden schießen. Jetzt ist die Frage, wie schnell wirkt denn das? Kommt wahrscheinlich auch auf die Willensstärke an, ne? Auf die, Oder auf den Widerstand, genau, ja. auf die körperliche Widerstandsfähigkeit. Da das ein Mutant ist, kann es sogar sein, dass der Synx, mit dem du reden willst, als letzter umkippt. Wenn Oh, das wäre ja gar überhaupt. nicht so schlimm. Kann auch sein, dass der das einfach wegschnupft und gar nichts passiert, ne? Ja, das wäre ja gar nicht so schlimm. Hauptsache, die anderen sind weg. Kann ich mit meiner Röntgensicht in das Gebäude reingucken, um zu sehen, was da gerade so los ist? Mit deiner Röntgensicht kannst du durch dünne Wände und sowas schauen. Du kannst jetzt nicht das komplette Gebäude abscannen. Kommt es auch ein bisschen drauf an, was du würfelst, ne? Also du siehst eigentlich, so ist es gedacht, was hinter einer dünnen Wand ist, was innerhalb sich hinter Kleidung verbirgt und je nach Erwürfen Erfolgsstufen kannst du halt weiter hinter dieses Objekt blicken, durch was du durchschaust oder halt weniger Ja. weit. Genau. Also kannst du jetzt nicht die komplette Bar abchecken, das wird Ja, wahrscheinlich nicht funktionieren. Es okay. sei denn, du würfelst jetzt außerordentlich gut. Schmeißt nochmal eine 1 oder sowas, dann kickt es vielleicht extrem, ja. Okay, nee, dann würde ich versuchen, erstmal, ich schätze mal, der Lieferanteneingang hinten, der ist verschlossen. Nee, der ist tatsächlich offen. Ja, okay. Dann würde ich die Tür vorsichtig aufmachen und mal reinspähen. Okay, du machst die Tür auf, du hörst Musik, in der man ein Schlagzeug sehr deutlich durchhört, vorne aus der Kneipe. Und du siehst halt eine Tür, die dann vorne wahrscheinlich rausgeht, wo wahrscheinlich auf der anderen Seite privat oder irgendwas draufsteht. Und in diesem Gang geht eine Treppe nach unten weg, es geht eine Treppe nach oben weg. Also scheinbar gibt es oben drüber auch noch Räume, die dazugehören. Und es gibt auf der rechten Seite noch weitere Türen, die unter anderem wahrscheinlich eine Küche führen oder ähnliches. Aber das Schlagzeug klingt jetzt nach Musik vom Band sozusagen, oder ist es eine Liveband? Nee, da spielt keine Liveband. Okay. Ja, kann, hätte ja sein können, dass da irgendwie. Okay, dann. Ja. Okay, dann würde ich versuchen, mit meiner Röntgensicht erstmal jetzt hier den Raum oder die Räume vor mir abzugucken, wenn das möglich ist. Um zu sehen, was wenigstens auf meiner Etage los ist. Also, dass du mal so durch die Türen durchschaust, ohne sie aufzumachen und guckst halt mal, Genau, was du so ja. erspähen kannst. Okay, dann mach das mal. Würfel mal auf Sehen einmal bitte. Ich muss nur normal Sehsinn machen. Einfach unter Okay. Würfeln mit einem W10.
Da kann ich aber auch ein Glas einsetzen. Ja, also du kannst ein Glas einsetzen. Okay, dann schreibe ich ein Glas weg. Und würfel mit 2d10. Ja, das ist ja perfekt. Ich habe zweimal die 7 gewürfelt, aber habe Sehsinn auf 4. Okay. Gut. Dann, ja. Trotzdem dein Röntgensinn funktioniert, ja, du kannst reingucken, direkt hinter diesen Türen steht keine Person. Viel mehr siehst du aber auch nicht. Nur, dass das eine Küche ist, das andere ist irgendein Lagerraum und das andere dahinter ist wirklich die Bar. Okay, dann würde ich nochmal meinen Gehörsinn nutzen, um zu gucken, ob ich abgesehen vom Schlagzeug auch noch irgendwelche Stimmen höre hinter den Türen oder so. Weil ich habe jetzt ja keine Person gesehen, aber keine Ahnung, vielleicht unterhalten sich da ja trotzdem irgendwelche. Nee, auch drüber. Drüber. Okay. Ja. Ja, dann ist die Musik und die Trommel einfach zu laut. Ja, das ist sehr nervig. Dann gucke ich, ob ich hier hinten einen Sicherungskasten finde. Boah, ob der jetzt da einfach so rumhängt. Gehst du. Ja, würfel mal wie 100, bitte. Gerne doch. Eine 74. 1,74. Also Ja. da hinten findest du keinen. Du hast aber auch noch eine Treppe gesehen, die irgendwie nach unten geht. Achso, die Treppe nach oben, da war aber keine Tür davor, ne? Die ging einfach nur hoch. Die gehen einfach nur hoch. Also scheint drüben über der Kneipe oder sowas noch Räumlichkeiten zu geben, die irgendwie dazugehören. Okay. Also der Typ hatte ja gesagt, dass Sphinx da scheinbar irgendwo pennt. Ja, das Ja. macht er wohl nicht in der Kneipe, sondern wahrscheinlich irgendwo oben. Gibt es wahrscheinlich Zimmer noch oder so. Ja. Okay. Okay, dann würde ich mich trotzdem erstmal. Ja, ich würde mich nach unten schleichen. Okay. Du schleichst dich nach unten und suchst da einen Sicherungskasten. Ja, oder allgemein erstmal gucken, was da unten so alles ist. Diverse Lagerräume, Barhocker, Zeug, was man halt in der Kneipe so braucht. Findest auch nochmal Getränke dort unten gelagert. Du hörst jetzt auch, als du runtergehst, dass über den Gang einer hinten rausläuft und wahrscheinlich irgendwie Müll wegbringt oder sowas. Also da läuft schon immer mal wieder jemand durch, deswegen war die Tür auch offen. Die Lagerräume unten und alles, was du siehst, das sind so Gittertüren davor und die sind auch verschlossen und du findest noch auch irgendwas, was wie eine Art Technikraum aussieht, wo so eine etwas massivere Tür davor ist, wo du nicht reinschauen kannst. Okay, kann ich die, ist das ein elektronisches Schloss oder ist ein Nee, das ist ein mechanisches? mechanisches. Okay, dann würde ich das versuchen zu knacken. Dann würfel mal. Ich würfle. Das sieht wieder besser aus. Was? Schlüsselknacken. 42. Okay, kein Problem, bist du drin. Eine leichte Fingerübung. Und da hast du jetzt auch eine Art Sicherungskasten, ja. Okay. Ja, dann mache ich meine Nachtsicht an und versuche die Sicherung alle rauszunehmen für das Gebäude. Oder je nachdem, was mir da angeboten wird im Sicherungskasten. Naja, halt für den Keller, für die Bar und für das Stockwerk oben drüber findest du verschiedene Sicherungen, so elektronisch. Kannst du die auswählen und dann eben deaktivieren. Es gibt auch mechanische noch da drin. Die kannst du natürlich auch einfach ziehen, dann ist komplett alles dunkel wahrscheinlich. Ja, ich würde die mechanischen ziehen und keine Ahnung, nochmal mit meinem Stockstock da einmal reinhauen, sodass du den nicht einfach wieder Also du machst da ein bisschen was irgendwas, kaputt. genau, dass du es nicht einfach wieder anschalten kannst. Okay. Gut. Die Musik ist aus. Okay. Und meine Nachtsicht an, hoffe ich. Deine Nachtsicht ist an, das ist kein Problem, ja.
Und dann hörst du natürlich kurze Zeit später oben Schritte und irgendjemand die Treppe runterkommen. Bist du weiter in diesem Technikraum oder draußen im Flur? Ich würde mich, ich überlege gerade, war der Technikraum, der war nicht vergittert, das war eine richtige Tür, ne? Okay, dann würde ich mich im Raum verstecken, aber die Tür geschlossen haben und mich quasi so hinter der Tür verstecken. Okay. Mit dem Schockstock im Anschlag. Ja, die Tür geht dann auf. Also du hast einen Schlüssel, die geht nach außen auf. Du hast dich da irgendwo an die Seite gedrückt. Eine kleine Lichtkugel fliegt in den Raum rein und du siehst den, kennst du nicht, wer das ist, aber da läuft ein Typ rein, ungefähr 1,80 groß, die Haare grau, bisschen wirr, ungepflegter Bart. Leuchtend stechende blaue Augen und der ist erstmal auf den Sicherungskasten fixiert und scheiße alte Technik und läuft da rein und schaut gar nicht rechts oder links. Deswegen hat er dich wahrscheinlich auch nicht erspäht und dann wärst du am Zug. Ja, sobald ich quasi seinen Hals an der Tür vorbeilaufen sehe, würde ich einmal zuschocken. Musst du nicht würfeln, der sieht dich nicht kommen, du schockst den Typ um, der kippt nach vorne seine Lichtkugel, die er gezaubert hatte, die löst sich dann langsam auf und es wird wieder dunkel in dem Raum. Okay, ich würde ihn einmal ganz kurz grob abtasten, ob der irgendwelche Schlüssel oder sonst irgendwas dabei hat. Aber muss er ja wahrscheinlich wegen der Tür. Ja, findest Und du, klar. ihn dann einsperren in dem Raum. Okay, gut, lässt ihn drin und schließt ab. Okay. Genau, ja. Und dann würde ich noch mal kurz laut stellen. Ich würfel noch mal auf Gehörsinn, ob ich noch irgendwas von oben höre, jetzt wo unser Preis ist. Ja, eine Eins. Eine Eins. Also du hörst da oben Stimmengewirr, die scheinen irgendwie weiter zu trinken und ja, du siehst auch ein paar Lichter flackern, entweder von Taschenlampen oder von irgendwelchen Lichtzaubern. Und du hörst noch eine ziemlich tiefe Stimme, ach, ich gehe jetzt pennen. Und hörst jemand, wie er die Treppe nach oben hochgeht. Und in der Küche beschweren sich noch ein paar, ja, toll, ey, jetzt sollen wir hier aufräumen, jetzt sehen wir nichts. Scheiße, ey, zum Glück ist gleich Feierabend. Also da oben ist was los, aber es kommt jetzt keiner runter. Okay, dann würde ich versuchen, ich hoffe einfach mal, dass der mit der tiefen Stimme zufällig ein Marienkäfer ist und würde versuchen, nach oben zu schleichen. Okay, dann würfeln wir auf Heimlichkeit. Ja. Und 40. 42. Okay, du schleichst dem Marienkäfer, dem, wo du denkst, das ist der Marienkäfer, hinterher. Du siehst ihn dann auch, wie er einen Gang runtergeht. Ein ziemlich großer Kerl, 2,20 groß. Hat hinten so diesen schönen Marienkäferpanzer, der den Rücken runtergeht. Und geht dann in eins der Zimmer rein. Auf der linken Seite hat dich scheinbar nicht bemerkt. Und macht die Tür hinter sich zu. Okay, hat er die verschlossen oder hat er die aber nur zugezogen? Du hast nur gehört, wie die so zugeklappt ist. Da hat niemand noch irgendwas abgeschlossen oder sowas. Das hast du nicht gehört, wie ein Riegel vorgeschoben wurde oder so. Okay, dann würde ich mich an die Tür schleichen und lauten, um zu gucken, ob ich irgendwie was höre. Vielleicht höre ich sogar schon schnarchen oder sowas, dass ich merke, okay, der ist eingeschlafen. Hörst du erstmal nicht. Du hörst da drin noch irgendwie Schritte. Noch wie irgendeine eine Tür von einem Schrank auf und wieder zugeht. Du vermutest, dass es der Kühlschrank ist. Wie noch jemand irgendwie eine Flasche entkorkt. Und wie sich die Person dann hinsetzt. Sind da oben noch mehr Räume? Da Oder oben also gibt es ist es. noch mehr Zimmer, ja. Okay. Aber ich höre jetzt auch von unten sonst nichts weiter. Ja, wie die halt weiter Ja. aufräumen oder wie auch ein paar Leute jetzt gehen. Also es ist halt dunkel, die Musik ist aus, der Typ kommt nicht wieder, irgendeiner fragt, was ist denn hier los, geh mal schauen. Also sowas hörst du schon.
Aber jetzt sonst nichts weiter Auffälliges. Okay, ja, dann denke ich. Sehe ich unterm Türspalt irgendwie Licht durchschimmern oder ist es bei dem im Raum auch relativ dunkel? Du hast eine 1 gewürfelt, ne? Ja, da schimmert ein bisschen Licht, aber keine starke Lichtquelle. Du vermutest fast sogar, dass es von außen reinkommt durch irgendwelche Fenster. Denn die Straße unten, die Hauptstraße, die ist ja hell erleuchtet, ne? Okay. Okay, ja, dann würde ich einfach in den Raum reingehen. Leise, oder? Ja, ich würde es heimlich probieren. Dann würfel bitte nochmal. Neun und. Ah, warte. Was habe ich gewürfelt? Ah, 7. 32. Jo, 32. Also du kommst so rein, dass er dich nicht bemerkt. Er sitzt in einem Sessel und mit den Füßen auf der Fensterbank und schaut raus auf das Lichterspiel von Neon City, von irgendwelchen Drohnen, die vorbeifliegen. Hat in der rechten Hand einen Bier. Und der Typ hat vier Arme. Und ja, sitzt halt da und hat dich nicht bemerkt, scheinbar. Ich würde eben mich kurz im Raum umblicken, ob ich in der Nähe irgendwelche Waffen sehe, ob der zufällig, keine Ahnung, auf der Sofalehne eine Waffe hat, ob der auf dem Tisch neben ihm eine Waffe liegen hat oder sonst irgendwas. Auf dem Nachtschrank liegt eine ziemlich wuchtige Pistole. Du vermutest irgendeine Gaußknarre. Ist aber Kommt er da einfach? nicht in seiner Armreichweite, ist ein Okay. bisschen weiter weg. Aber wenn er hinhechtet, dann könnte er die greifen, ja. Also er wäre schneller da als ich. Noch hat er dich scheinbar nicht bemerkt. Also gerade bist du ja am Zug erstmal, sag ich mal. Okay, aber liegt was ich meine, ist, liegt die in seinem Rücken oder in seinem Blickfeld? Na, die liegt so links neben ihm. Also schon in seinem Blickfeld, ja. Okay. Dann würde ich. Das ist jetzt knifflig, weil der hat schließlich zwei Arme mehr als ich. Das ist ein Problem. Oder es könnte ein Problem sein. Das könnte ein Problem sein, ja. Ja. Ich würde meinen Bogen in die Hand nehmen. Und ich würde einen von den so einen Schockfeil laden. Beziehungsweise spannen. So halb gespannt. Und mit meinem Stimmenemulator wieder ihn ansprechen. Und sagen, du bist Zink, oder? Der Typ schreckt hoch, lässt sein Bier halb fallen und dreht sich dann in diesem Sessel, der scheinbar einen Drehgelenk unten hat, einmal um 180 Grad rum und schaut dich an. Hast du mich nicht gehört? Doch, ich hab dich gehört. Ganz schön mutig hier einfach einmal im Zimmer aufzutauchen. Steht dann auf. Ich habe gehört, so kriegt man eine persönliche Audienz bei dir. Streckt alle vier Arme von sich. Sieht wohl so aus. Wie läuft dein Geschäft? Stell dann das Bier ab. Ganz gut. Willst du einsteigen, oder was? Ich möchte es übernehmen. Übernehmen. Und zu welchen Konditionen? Ja, das ist ganz einfach. Wir mögen es nicht, dass die Blue Barons hier in unserem Viertel agieren. Und
Deshalb sind wir so freundlich und bieten dir an, freiwillig aus diesem Geschäft auszusteigen. Aus welchem Geschäft? Siehst du wieder ein Aus all bisschen, deinen Geschäften, die du hier machst. siehst wieder ein bisschen anspannt. Und zu wem gehörst du? Das braucht dich nicht zu interessieren, ich gehöre einfach nur zur Konkurrenz. Würfel mal bitte auf Einschüchtern. Zweiundvierzig. Warte, muss noch klar sein. Ja, 42. 42. Okay, und wenn nicht? Dann wird das für dich und deine Jungs nicht gut ausgehen. Wir sind jetzt hier quasi nochmal mit der freundlichen Art bei dir angekommen, aber der nächste Besuch wird dann anders aussehen. Okay, Message ist angekommen. Ist sie auch verstanden worden? Bestimmt. Gut, dann hören wir voneinander. Beziehungsweise, ich hoffe nicht, dass du noch von mir hören musst. Wie machst du dann einen Abgang? Ich würde weiter mit dem Bogen auf ihn zielen und darauf achten, dass er quasi keine schnellen Bewegungen macht oder sonst irgendwas. Und den Raum wieder verlassen. Rückwärts. Okay, und irgendwann muss er die Tür aufmachen. Ja, es ja. Ich versuche das geschickt zu machen. Dann würfel mal auf Akrobatik, würde ich sagen. Ja, Akrobatik kann ich. Bin sehr akrobatisch. Ja, vielleicht kann ich es auch nicht so gut. Warte. Das ist Koordination. Naja, 31. 31. Ja, du kommst da raus, also du staubst jetzt nicht über deine Füße oder sowas, alles gut, auch einigermaßen sauber und dann gibst du Fersengeld oder? Ja, ich würde wieder aus der Hintertür versuchen zu verschwinden. Und das relativ zügig. Ja. Okay. Gut, du kommst da weg, er kommt hier nicht hinterher. Okay, dann würde ich, ja, ich würde mich erstmal irgendwie in der Gasse verstecken, so dass ich den Laden beobachten kann, um kurz zu gucken, was jetzt passiert. Und abhängig dann davon, mich entweder umziehen und nach Hause reisen oder, ja, keine Ahnung. Also, ich würde jetzt erstmal kurz den Laden noch beobachten. Ob da jetzt große Aufregung ist oder. Es dauert eine Weile, dann siehst du den Sphinx vorne rauslaufen zu dem AV hin. Der immer noch geparkt ist, macht den auf und findet die zwei Typen, die er rausholt und erstmal wachrüttelt. Die Kabelbinder ja, auseinander rupft und sich mit den zwei Kerlen erstmal unterhält. Die ein bisschen anplafft, was ihnen überhaupt einfällt und was das für ein Typ war. Und ob sie wissen, wo er herkommt, das hörst du alles aus deinem Versteck raus. Er ist auch nicht gerade sehr leise. Und meint dann, okay Leute, ab jetzt gehen jetzt hier andere Zeiten los. Was auch immer das heißt. Na? Am Ende habe ich einen richtigen Gangkrieg raufbeschworen. Und die steigen dann alle in diesen AV ein und fliegen weg. Tatsächlich sind es nur drei. Du hast keine weiteren Gänger jetzt gesehen oder sowas, ne? Das sollten ja eigentlich noch mehr drin sein, hat der Typ dir erzählt, aber du siehst nur die drei wegfliegen. Du weißt auch, dass es noch irgendeinen Fahrer geben muss oder sowas. Es waren ja vorher schon mehr.
Aber scheinbar sind es jetzt nur die drei, die erstmal mit dem AV wegfliegen. Okay. Wie viel Uhr ist es jetzt? Naja, jetzt ist irgendwie so um 4. Drei Stunden klingelt der Wecker. Ja. Ich überlege gerade, ob es nochmal Sinn macht, nochmal reinzugehen, mich bei dem im Zimmer umzugucken, jetzt wo ich weiß, dass er nicht da ist. Ob ich vielleicht noch irgendwelche Wertsachen oder sowas finde. Aber ich glaube, ich lasse es. Ich ziehe mich um und trete die Heimreise an. Gut, du gehst zurück in die Seitengasse und du siehst jemanden, der eindeutig auf der Straße liegt und der deine Tasche gefunden hat. Weil du die Er liegt auf wahrscheinlich. der Straße. Der lebt scheinbar auf der Straße, Ach, er lebt ja. auf der Er Straße. Ich lebt habe auf schon, der er lebt. Straße, Er genau, und lebt. hat deine Tasche gefunden und ist gerade dabei, sich die Klamotten anzuschauen und so an seine dreckigen Klamotten hinzuhalten und zu schauen, ob die so passen. Und es wäre tatsächlich auch seine Größe, als du in die Seitengasse reinläufst. Ich sag, Finger weg von dem Zeug. Hey, cool. Dein Krempel? Finger weg von dem Zeug. Er lässt los, fällt auf den Boden in Dreck. Ja? Tasche ansonsten ist offen und geht drei Schritte zurück. Ist ja gut, Mann. Kannst dein Zeug wieder haben? Ich meine, es lag hier bei einer Mülltonne rum. Ich dachte, ich hätte Glück gehabt. Kannst ja haben. Hast du einen Splitter für mich oder so? Pack das Zeug wieder in die Tasche, mach die Tasche zu und wirf die Tasche rüber. Ja, hey, alles cool, Mann. Packt das Zeug in die Tasche, also das T-Shirt, was er rausgezogen hatte und irgendwas anderes, was so halb raushängt, macht die Tasche wieder zu und schmeißt sie dir rüber. Ja, sie landet so 2 Meter vor deinen Füßen ungefähr. Scheinbar hat er nicht so viel Kraft oder ist nicht so gut koordiniert. Okay. Ich würde zur Tasche gehen, würde ihm von dem Glas, was ich gefunden habe, eins zuwerfen und dann mit der Tasche woanders hingehen, damit ich mich da in Ruhe umziehen kann. Dieses Glas, was du ihm zuschmeißt, das fängt er relativ behende. Vielleicht liegt es auch daran, weil es ein Glas ist, keine Ahnung, aber er kriegt große Augen, weil es nicht nur ein Splitter ist, sondern es ist ein kompletter Glaskristall. Fängt den und meint nur, oh, cool, danke, danke, Mann. Und du siehst auch sofort, wie dieser Glaskristall anfängt, sich aufzulösen und zwischen seiner Hand nur noch Sand rausrieselt und seine Augen kurz grün leuchten, als er dieses Glas aufnimmt. Naja. Gut, du gehst in eine Seitengasse, ziehst dich um und schaust, dass du noch einen paar Stunden Schlaf kriegst und hoffst, dass du Paul somit zumindest mehr Zeit verschafft hast, bis diese Typen wieder bei ihm aufschlagen, weil sie jetzt erstmal vielleicht andere Sorgen haben, um die sie sich kümmern, als ihr Ja. Red Blob-Geschäft an der Uni aufzuziehen. Hoffentlich, ja. Ja. Ja, damit wären wir am Ende von diesem Solo-Play. Ihr habt ein bisschen Einblick gekriegt in Lars Andersen, beziehungsweise Dark Hood. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Projekt. Bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.